Hallo und herzlich willkommen zurück zum Elden Ring DLC. Wir sind endlich hier scheinbar in diesen neuen Abschnitt gekommen. Wir wollen heute in dieses Gebiet gehen und dafür werde ich alles geben, dass wir da hinkommen. Es hat es auch einige Folgen gedauert, um das irgendwie hier hinzufinden. Ich hoffe, dass es der richtige Weg ist, aber es scheint so. Gucken wir uns hier erstmal in Ruhe um. Da unten geht es auf jeden Fall auch lang. Da waren wir definitiv noch nicht, würde ich sagen. Ich mag diese Sprünge gar nicht. Da drüben geht es auch irgendwie lang. Da liegt doch Loot. Gehen erstmal hier entspannt durch. So. Ich würde mal testen, wie gut die Waffe hier bei dem ist. Alles easy. Ja, ja. Nice. Oh, da ist noch einer. Wo? Da. Ja, das geht. Das geht klar. Okay, ich muss jetzt mal gucken. Das ist das, was wir von oben sehen konnten. Irgendwie ging das hier abwärts, haben wir gesehen. Hier ist aber auch scheinbar irgendwie noch was. Ja, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Hier. Oh! Stimmt ja. Die können ja Fernattacken machen. Wait a minute. Ich muss darüber irgendwie. Nein! Okay, oh, ich hasse dich. 142.000 Seelen liegen jetzt da. Wisst ihr, was ich jetzt mache, um einfach entspannter zu bleiben? Nee, wir looten jetzt keine Runen. Wir machen das so. Wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf. So, let's go. Nochmal auf Anfang. Ist das fies. Jetzt bloß nicht hier irgendwo runterfallen. Ah. Okay. Da sind meine... Oh, das ist ja lieb, dass sie es wenigstens hier hinpacken. Sie sind ja auch alle wieder da. Ach, leck mich doch am Arsch. Wir müssen das irgendwie machen. Wartet. Wir machen die erstmal weg. Komm her. So. Da ist auch noch einer gewesen, meine ich, oder? Waren das nicht drei? Es waren doch drei. Da! Ha! Geht schon nach. Okay. Ah, wir haben unsere Ruhen wieder. Ha! Kleine Ratte, Alter. So. Dankeschön. Weg von dem Abgrund. Haben wir noch mehr? Ich höre nichts. Okay. Hier war doch Loot, habe ich doch gesehen. Oh. So, wir bleiben einfach mal jetzt. Oh, da ist ja noch einer. Hier sind viele von denen. So, wartet mal. Ich kann so schlecht zielen mit dem Pferd. Liegenschimmel. Danke. Ein Must-Have. Ich habe extra auf mittags gestellt, trotzdem ist das wieder dunkel, weil wir wahrscheinlich gestorben sind. Hat das wieder einfach umgestellt, keine Ahnung. Ich hoffe, das geht soweit klar. Ja, in nächsten Gnade stelle ich dann wieder um. So, okay. Oh Gott, ich dachte gerade, ich fall runter, weil ich so einen Schwung drauf hatte und nicht sehen konnte, wohin ich gehe. Easy. Oh. Kleiner Scheißerchen, nein. Nehme ich gebrochene Rune. Hier sind noch einige gestorben. Guck mal da hinten. Da hinten sind Vögel. Ich glaube nicht, dass ich den Sprung schaffen werde. Aber irgendwie muss das hier trotzdem gehen, oder? Geh erstmal weiter. Ach, halt die Backen! Krabbelt mir erstmal hinterher. Hier sind sehr viele. Oh! Hier sind sehr viele! Wait. Wir machen was anderes.
Was ist das? Oh, man muss auch halt treffen können, ne? Okay, ist jetzt nicht so gut gelaufen. Nee, das bringt mir gar nichts hier, die Waffe bei dem. Nee, ist nicht so gut. Warte. Fackelt ab. Fackelt ab. Ah, der Schaden ist nicht so schlimm, den zu machen. Das geht schon. Das geht schon. Ich mag das schwer einfach. Guckt euch das doch an, das ist doch nice. Oh. Doch, der Schaden ist doch höher. Die greifen mich fast nie. Also, ich schaffe es normalerweise nicht so. Egal, okay, weiß ich Bescheid. Ich habe nochmal ein bisschen umgeändert, dass wir einen Trank mehr haben. Gut, die Waffe ist nicht so gut. Jetzt für den. Wir machen den hier. Zack. Das passt schon. Ist aber auch wieder eigentlich ein ganz schönes jetzt Gebiet hier, würde ich sagen. Wir haben jetzt nicht so starke Gegner. Das passt alles. So, ich gehe wieder aufs Pferdchen, dann haben wir einfach ein bisschen mehr, was wir aushalten. Da. Oh, schaffe ich das da runter? Ohne drauf zu gehen? Ha. Ja, oh. Funktioniert. So, erstmal aktivieren und hinsetzen. Okay, ist noch einer. Ich bin nur ganz kurz am... Nur ganz kurz mal gucken, was brauchen wir für den Stufenaufstieg? Oh. Oh, 44.000, ne? Wie steht zusammen? Wartet. Ich stelle gleich die Zeit um. Ich guck mal ganz kurz. Schild da hinten, Schild. Oh nee, das will ich nicht nehmen. Das ist zu viel. Nee, dann warten wir noch. Dann warten wir noch. So, ich stelle mal wieder auf den Mittag. Bis zum Mittag. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee gewesen. Ja, man sieht halt ein bisschen mehr jetzt, ne? So, let's go. Wo kam der denn jetzt aber her? Der muss ja auch resettet sein. Der kam wahrscheinlich von da hinten, ne? Aber da kann ich auch irgendwie rauf. Lass mal kurz gucken. Wo? Ich hab hier nur so halb gehört. Ach, kommen die jetzt alle von oben runter oder was? Nee, ich kann die Karte, alles gut. Hm. Darüber, okay. Das geht klar. Das kriegen wir hin. Da sind auch einige gestorben. Also versucht haben wahrscheinlich rüber zu springen. Und das wird einfach zu weit sein dafür. Oh, hier? Hier! Guck mal. Ach so, oh, das ist so ein Reh. Alles cool. Nicht alles cool! Ist halt ein kleines Problem, wenn man dann auf dem Pferd sitzt so und dann so viele sind und man hat dann nicht so eine gute Reichweite. So, jetzt aber. Stimmt, wir machen ja auch Gift, ne? Ja, passt. Ich kam an dem Reh gerade nicht durch, ne? Ich weiß nicht, wo die herkam. Ich habe die einfach nicht sehen können. Fliegenschimmel. Wehe, mich schubst hier einer runter. Ich will nur mal kurz gucken. Oh, da müssen wir wahrscheinlich hin, ne? Ja, ja, da müssen wir runter irgendwie. Guck mal, da ist auch noch mal so ein... Was, wo ist das? Der anderen Seite? Wie komme ich denn da jetzt wieder ran? Muss irgendwo hier sein. Oh, das ist ja viel, viel dichter dran. Hier? Ist es das hier? Ja. Okay. Ja, ich kann es manchmal ein bisschen blöd erkennen auf der Karte, was das sein soll. Das können wir so entdecken. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Irgendwie muss das ja gehen. Hier rüber.
Definitiv nicht. Wahrscheinlich muss ich erstmal nach unten dafür einfach. Ich würde wahrscheinlich auf der anderen Seite gehen. Wir gucken erstmal. Nee. Oder? Gibt's hier einen Weg, so einen Vorsprung? Nee. Okay, wir müssen irgendwie nachher dahin. Ich merke mir das mal. Und Vögel! Das geht schon. Guck mal, wir können fast ein Level abmachen. Bisschen fehlt noch. Da ist noch ein Vogel. Oh, das sind zwei. Oh. Shit. Okay, aber einzeln ranlocken ist doch auch eine gute Sache. Komm her. Komm erstmal rauf, mein Engel. So, jetzt bin ich dran. Wenn du denkst, dass du sicher bist und du bist es nicht. So, wir brauchen irgendwas mit Fern. Ich weiß nicht, ob diese Waffe so gut ist als Fernwaffe hier jetzt in dem Fall. Weil die ist nicht ganz so weit. Das ist ein Problem. Ich versuche nochmal. Und ich versuche nochmal. Und Rinder! Okay, hat funktioniert. Ich glaube, da ist eine lange Waffe einfach besser. Mit ein bisschen Fernkampf drauf. Man muss das jetzt schon wieder regnen hier. Könnte mal in Real Life langsam regnen. So, 209.000. Bisschen haben wir noch. Haben wir da oben irgendwas? Zeig mal her. Nö. Okay. Aber hier sind viele draufgegangen. Warum sind hier so viele draufgegangen? Die Lampe ist sogar schon an, ey. Ich höre irgendwas. Ich weiß nicht, ob es Regen ist oder ob es kleine Tiere sind hier. Hier war doch irgendwie ein Vorsprung, was ich sehen konnte. Das da? Das überlebe ich nicht. Ah, hier. Ah, guck mal. Warte, ich ändere die Waffe wieder. Die hier. Und wir nehmen Pferd. Sicher, sicher. Keine Falle, okay. Trockenblattsiegel. Ja, dieses Symbol daneben sagt ja eigentlich mal, worunter es gespeichert wird, aber. Denk mal, das wird ein Talisman sein. Kann das sein? Wartet. Wo habe ich nochmal. Da. Ist das hier? Nee. Was war denn das jetzt? Hier. Ist eine Fernwaffe gewesen. Okay, für diese Anrufungen und sowas, ne? Trockenblattsiegel hat körperlich 25. 27 Glaube, verstärkt Anrufungen, die goldene Ringe aus Licht beschwören. Oh, das müssten wir mal ausprobieren. Das können wir sogar ausprobieren, wenn ich einmal Glaube den Talisman nehme. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir danach. Wenn ich irgendwo eine Gnade in der Nähe habe. Das verballert mir sonst einfach zu viel. Oh, kann ich da so runter? Ja. Oh, ich sehe fast nichts hier, ne? Oh, es geht immer weiter runter. Hä? Und was bringt mir das jetzt hier raufzugehen? Ist hier irgendwie ein Secret? Let's see. Nein. Okay, da als nächstes rauf, alles klar. Echt nur, dass man dann nicht drauf geht beim Runterspringen. Das geht schon. Es greift mich hier auch einfach nichts an. Ist auch nett. Wo bin ich denn jetzt? Da unten. Oh, aber. Nee, das ist das.
da war, war unsere Gnade, genau. So, ich will. Ja, ich will hier hin. Ich muss also irgendwie da hinkommen. Aber wir schauen uns das hier erstmal an. Geht aber ein bisschen zügiger durch. Was jucken die mich da? Kein Scheißer. Hä? Oha, das geht ja richtig weit rein. Okay. Oh, da ist ein Item. Ich will... Oh! Und eine Blume. Da ist eine Blume. Ich kann jetzt gerade nicht in die Karte gucken. Wir gehen einfach weiter. Ihr seid mir auch alle egal. Ich will haben. Schmiedestein 7. Ja, okay, die können wir eigentlich auch kaufen, ne? Aber ist egal. Haben ist haben. Jo, hat sich gelohnt. Nee. Alles klar. Dann gehe ich mal hier rüber. Hm. Ja, okay. Aber wir haben nochmal ein Skadu-Fragment bekommen. Wichtig. Sehr wichtig. Und zwischendurch sammle ich auch mal ein, was da auf dem Boden rumliegt. Okay, und mehr ist hier nicht. So, es kommt ja nichts mehr, ne? Oberlauf des Skadu. Genau, das war das, wo wir heute gestartet haben. Okay. Gehen wir weiter. Sonst ist hier nichts. Bin nicht, ne? Dann halt nicht. Geht das hier runter? Da. Okay. Ist jetzt entspannt, würde ich sagen. Ich genieße auch ehrlich gesagt die Gebiete jetzt momentan noch. Weil wir dann nämlich noch die Endgebiete haben. Bin ich jetzt momentan noch nicht so scharf drauf. Danke. Trockenblattrobe, Trockenblattarmwinkel und hohe Trockenblattstiefel. Die gucken wir uns gleich mal an. Na, ich kann jetzt gerade nicht in die Karte. Blasplitter. Da geht's noch weiter runter. Das machen wir noch nicht. Oh, das sieht aber auch sehr verdächtig hier aus. Nein, doch nicht. Haben wir mal kurz die Waffe geschliffen, ist in Ordnung. Tschüss. Tschüss. Oh! Was krieg ich? Dunkelschmiedestein 8, teuer nehme ich gerne. Achso, das sind nur die. Ich dachte gerade, da kommt eine Krabbe raus. Aus dem Wasser oben da. Okay. Ah, hier. Seht ihr. Lohnt sich. Oh, aber ich habe jetzt wirklich viele Runenbeine. Aber ich denke mal, die werden hier sowieso. Guck mal hier, was ist hier? Nee. Nee, da ist nichts Wichtiges. Die werden ja wahrscheinlich sowieso dann Widerrufzeichen haben. Also, ja, da ist doch die Figur. Dann ist egal. Gut, gehen wir rein. Ich habe auch noch genug Tränke, das passt alles schon. Vielleicht können wir jetzt den Ring ausrüsten, dass wir LP wieder kriegen und dann gehen wir full live rein. Aber wir machen so. Weil ja, das ist die beste Waffe dafür ist, machen wir trotzdem. Let's go, lass gucken. Hallo! Oha! Sorry! Zwei Hits und ich bin weg. Die Waffen nehmen wir jetzt nicht, ne? Ach nein, shit. Die liegen ja jetzt mittendrin, ne? Die liegen ja nicht vor der Tür. Aber das habe ich bei Lies of P so geliebt, dass es immer vor der Tür liegen blieb. Die
Die Runen. Ach man, okay. Ach, das ist ja fies. Ich sollte einen Bosskampf das hier wählen, ne? Habt ihr mal gesagt? Oh, bin ich so schwer? Nein. Oh, ich will meine 210.000 Runen nicht verlieren. Ganz ehrlich. Ich glaube aber, mit dem werde ich dann nicht so gut gegen ankommen können. Ich schau mal, dass ich meine Runen erstmal wiederkriege. Das bedeutet, wir müssen einmal die Flasche hier nehmen, damit ich ein bisschen mehr aushalte. Und danke! Da werde ich mal versuchen, nur hier vorne zu sterben dann. Oh! Aber gut, der Schaden ist jetzt nicht so krass. Oh, das Timing muss halt stimmen, ne? Oh! Nein, 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 nein. Heil. Er kann sich auch wieder heilen, wollen wir wetten. Die Waffe ist langsam. Wirklich langsam. Oh nein! Oh shit. Ich muss das Timing finden. Mano! Lass mich doch wenigstens einmal heilen, du kleine Pissnelke! Sorry. Ach, fuck you, Alter. Echt, ey. Mach, was du nicht lassen kannst, ey. Renn, du kleine... Ich sag's nicht laut, sorry. Ich muss weiter weg. Und jetzt. Weiter weg und... Nein, zu spät. Doch, noch richtig. Oha. Nein. Ich dachte, er will sich heilen. Nein. Nein. Ich dachte, er will sich heilen. Ja, ich muss die Waffe noch ein bisschen üben. Oh nein, ich bin jetzt wirklich weit hinten, ne? Oh, ich will meine Runen nicht, weil ich habe so Angst, dass ich die Runen jetzt verliere. Das ist ja so fies, ey. Schwerer Angriff, okay, aber ganz ehrlich, wir könnten mal gucken. Ich krieg schon wieder Puls hier. Wir gucken mal. Ich muss irgendwie gucken, meine Rune zu behalten, ey, wirklich. Komm mal, was wolle, ey. Oh ja, genau bei ihm dran, das ist gut. Ich bin ausgewichen! Hallo, hallo! Lass doch mal, ich will nur mal kurz einsammeln. Hörst du mal jetzt auf? Der macht nichts anderes mehr. Er ist verbuggt. Schnell einsammeln und heilen. Drei. Jetzt. Weg, Alter, ich muss heilen. Er heilt auch, ist nicht schlimm. Ich bin nochmal dran. Und heilen. Und heilen. Das da. Jetzt. Ich muss weg. Ich komm nicht weg. Ich kann dich abbrechen. Ho, ho, ho. Waffe geht schon. Ja, ist ja gut. Die Waffe geht schon, aber oha, das ist ja so Timing wichtig bei dem. Oh, oh. Rakshasas Großkatana. Rakshasa Helm. Die Rüstung, den Stulten und Beinschutz. So, jetzt sind wir ja hier ein bisschen safe. Ne? Jetzt können wir mal hingucken. So leid, wenn ich zu laut geworden bin wieder. Okay, lass mal gucken. Ich gehe mal über die, übers Inventar einfach rein. Ey, das reicht mir schon, ne? Das reicht schon, dass es hochgeht. Okay, lasst mich kurz gucken. Das haben wir ja auch bekommen gehabt. Feuer einen Schwerkraftstahl ab den Gegner heranzuziehen, bevor er explodiert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich den her habe.
aber ich kann die eh alle nicht nutzen. Und ich werde dafür auch nicht umleveln, um das zu probieren. So viele Larventränen habe ich gar nicht und ich will das halt auch nicht farmen. So, also, gut, wir haben das alles jetzt einmal schon mal gelesen gehabt. Jetzt suchen wir das Großkatana. Da ist es. Ja, okay, die machen alle Blutverlust. 155 plus 68. Okay, also geht auch gut auf Geschick. Okay, wir lesen mal ganz kurz durch. Ein Großkatana mit für immer blutbefleckter Klinge, Waffe Rakshasas, der tötet und verschlingt. Die Waffe eines Berserkers, die gegnerische Angriffe aushält, um selbst mit vollem Zorn zurückzuschlagen. Beim Angriff sinkt die Wahrscheinlichkeit des Trägers, durch Abwehrkonter ins Taumeln zu geraten. Er erleidet aber auch erhöhten Schaden. Einzigartiges Talent, Grasschneider. Führt sensenartige Querschnitte mit dem Schwert aus, die Männer fällen wie Grashalme. Weitere Eingaben können den Angriff so lange fortführen, wie die Ausdauer reicht. Okay, es war kein Bug, die Attacke. Das ist die Attacke. Das können wir, glaube ich, sogar einmal ausprobieren. Achso. Ah. Okay. Zählt das schon als Bosskampf mit der Waffe? Das Timing ist halt super schwer. Damit du richtig Schaden machst, musst du ja auch ordentlich da diesen Angriff machen, den schweren Angriff. Wo habe ich denn das jetzt? Ich gehe da mal dran vorbei, kann das sein? Nee, ich muss deutlich weiter hoch. Oh, ich werde es mir auch nie merken können. So. Sieht aber nice aus. Also diese Katana finde ich übelst nice. Das ist halt langsam, ist klar. So, dann lass mal gucken. Ja, das ist das, was ich meinte, wo ich dachte, das ist ein Bug. Ja, das kann man, glaube ich, in Gebieten gut nutzen, wo viele Gegner einen umkreisen. Ich glaube, das geht dann schon. Ich werde trotzdem erstmal, die ist überhaupt nicht aufgewertet und nichts, wieder den Speer nehmen. Da ist er. Nee, das ist der andere. Die wollten wir auch mal ausprobieren. Ich kann aber nicht immer so auf die Waffen wechseln. Ich muss mich auch auf irgendwas mal einspielen. Sonst wird das einfach für mich zu viel durcheinander. So, warte, wo habe ich den Speer? Der ist doch hier gewesen, meine ich doch, oder? Da ist er. Nee. Der sieht so ähnlich aus hier. Okay. Aber wir können Level up machen. Achso. Muss erstmal raus hier. Jetzt haben wir 299.000 Runen. Kann man machen. Ich nehme wieder meine andere Waffe. Die ist echt nice eigentlich. Die Doppelhandklinge. Die Rückhandklinge. So, ich weiß nicht, ob wir hier runterkommen. Es sieht irgendwie nicht danach aus. Oh. Oh, ist das anstrengend, mit dem Wasserfall runterzugucken. Hier kommen wir doch nie im Leben runter. Wir müssen zurück. Das haben wir alles. Wir müssen zurück. Wir müssen hier scheinbar lang. Ah, okay. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Achso, wir haben ja auch die Rüstung bekommen. Kann sein, dass es gut in Kombination funktioniert. Die Waffe mit der Rüstung. Ist ja meistens so. Helm des Rakshasa, der mit Blutspritzern ihre Opfer gedrängt ist. Zerfetzte Stofffetzen ragen heraus, als wollte ihre Mordlust freibrechen wollen. Erhöht Feinden zugefügten Schaden, aber erhöht deutlich erlittenen Schaden des Trägers. Okay. Also wenn man gut im Ausweichen ist, wäre das ganz nice. Niedermähen und verschlingen. Nur diejenigen, die den Zyklus ohne Unterlass wiederholen, können wirklich Rakshasa werden. Hm. Oh, ja. Ich gehe mal auch jetzt hier rauf, sonst leuchtet das immer ewig hier noch auf. So, weil das ist ja dann dasselbe, ne?
erhöht Feinden zugefügten Schaden, aber erhöht deutlich alle den Schaden des Trägers. Das gefällt mir nicht, weil ich werde immer getroffen. Ich glaube, das ist nice, wenn man die Bosse wirklich gelernt hat, dass man das fast No-Hit machen kann. Dann kannst du nochmal richtig viel Schaden rausholen. Okay, dann gehen wir weiter. Level up. Oh, oh Gott sei Dank, wir können wieder auch hochgehen. Stufe 15. Stufenaufstieg. Boah, ich bin echt am Überlegen, auf was ich noch gehe, ne? Kondition ist auch so wichtig, aber wir müssen mehr Schaden machen. Mit der Waffe wäre Weisheit eigentlich ganz nice, aber ich gehe mal wieder auf Stärke. So, das passt schon. Gehen wir runter. Sieht entspannt aus hier. Oh, ist einer gestorben. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Jetzt nicht runterfallen, bitte. Ich will das gezielt machen. Nee, alles cool. Oh, da ist ein... Da ist rot. Warum ist da rot? Ach so, weil die versucht haben, darüber runterzuspringen oder wie? Macht das Sinn? Nee. Also nicht für uns. Da geht's noch mal weiter runter. Ist noch mal ein Wasserfall. Okay. Let's go. Oh, sind da viele. Alles easy. Hast mich nicht getroffen, du kleine Larve. Ich versuche ja echt immer nicht diese Wörter zu benutzen. Oh, aber irgendwas will mich noch angreifen? Von der Musik her? Nee, doch nicht. Oh! Da. Oh! Ich kann da drauf. Das ist nicht gut. Fliegenschimmel. Da wollen wir hin. Hui. Hier sind scheinbar auch viele draufgegangen. Da ist nämlich auch wieder Blutfleck. Aber wahrscheinlich, weil die versuchen, darüber runterzuspringen, ne? Bitte kein Hinterhalt hier oder so. Oh. Nee, alles cool. Oh, shit! Ich muss, ich bin weg, Alter. Nee, nicht schon wieder, ey. Die haben wir fast in der Zeit in jeder Folge. Ist mir egal. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe jetzt einfach weiter. Es reicht jetzt. Ich habe jetzt gerade irgendwie keine Lust mehr. Oh, wartet mal. Irgendwie... Ah! Ich weiß immer nicht, ob das zu hoch ist dann, ey, wirklich. Und die lassen einen ja auch nicht Zeit, wirklich dann zu gucken. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier? Jo, hat funktioniert. Bitte sowas! Und wie so ein Riesenvieh! Wer ist rot? Warum bist du rot? Boah, der folgt einem auch lange hin, ne? Aber es kommen noch mehr irgendwie. Ich höre nur das, aber die kommen nicht hinterher. Okay, die bleiben da irgendwie. Dann können wir erstmal nicht in die Karte. Aber bin ich jetzt da? Oh! Oh, shit. Ach nö, nicht schon wieder. Oh, na. Schnell, damit wir zumindest da rein können. Mach! Oh Gott, ist das Folter gerade. Ich will nur ganz kurz aktivieren und dann können wir mal an die Karte gucken. Wie komme ich hinterher? Oh, wir gucken gleich in die Karte. Oh Gott, geht das schnell runter. Wir gucken gleich mal in die Karte. Tut mir leid.
Ich muss jetzt da. Den Weg mache ich nicht nochmal. Hier geht's noch rüber. Waren wir hier schon? Ja, wir sind ja hier rüber. Ich bin hier durchgekommen? Wie bin ich denn da jetzt hingekommen? Oh Gott, diese Map, die sie hier bauen, ist ja... Hier sind wir wieder in einer Dungeon. Dunkellichtkatakomben. Ich wollte eigentlich hier gucken. Hier ging es ja auch nicht weiter, oder? Nee, das ist das, wo das zu dem... Warte. Hier konnte man abwärts runter. Hier sind wir ja schon runter. Das brauchen wir gar nicht. Wie sind wir denn jetzt gelaufen? Wir sind hier runter, ne? Wahrscheinlich sind wir hier irgendwie durch dieses Gemäuer hier durch. Und hier rüber rausgekommen, würde ich jetzt behaupten. Ich bin schmalen Grat hier durchgelaufen, daran erinnere ich mich gerade nicht. Ja gut, ich würde mal ganz kurz draußen gucken gehen, wenn das okay ist. Bevor wir hier durchrennen. Ich bin auch echt kein Fan von diesen Katakomben. Ich finde die immer sehr unangenehm. Aber ich verstehe, warum sie den Fahrstuhl so schnell fahren lassen. Das geht echt weit runter. So, lass mal gucken. Hello! Okay. Da haben wir bestimmt nicht geguckt. Wir müssen mal hier rüber. Da ging es auch runter. Hä? Hier ist gar nichts weiter. Okay, ich verstehe. Es geht da gar nicht ganz runter. Ach so, in Ordnung. Ja gut, dann gehen wir da wieder rein in die Karte. Ich kann es leider nicht in die Karte. Dann müssen wir manuell runtergehen. Ist ja nicht schlimm. Guck mal, da geht's aber auch lang. Oder bin ich von da gekommen? Nein. Von da sind wir nicht gekommen, oder? Was bringt mir das jetzt hier hinzugehen? Warum? Okay, gut, das bringt gar nichts. Das ist einfach nur da. Vielleicht kommt hier noch eine Erweiterung irgendwann. Das glaube ich aber nicht. Ja, aber dann bin ich ja hier unten. Dann geht's also in den Baum jetzt da rein. Also, in den Felsen. Na gut. Oder ist das die Dungeon, die ihr meintet? Und das nicht bei der letzten Folge, wo ich dachte, ihr meint das. Dass ich da wirklich durch muss? Das geht ja hier nicht noch weiter runter, wie es aussieht. Ja, machen wir das. Dann gehen wir da runter. Wir haben jetzt auch nicht so viele Runen bei, das ist schon in Ordnung. Oh, aber diese Katakomben, ey. Okay, einmal kurz hingesetzt. So. Okay, dann wollen wir mal. Oh Gott, ist das dunkel. Nein. Oh, ich bin für sowas gar nicht zu haben. Ach Mann. So dunkel ist es sonst nicht in den Katakomben, oder? Hallo, hörst du mal auf? Oha! Ja, aber das passt schon. Oha. Nehme ich gerne mit. Nehme ich auch gerne mit. Brauchen wir zwar nicht, aber ist egal. Ja? Wartet, ich muss mal gucken. Ich habe gerade ein bisschen Überblick verloren.
Ich überlege gerade, was ist, wenn wir sagen, das kommt raus und dafür, dass wir Leben zurückbekommen. Habe ich sowas? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gewährt mehr Ruhen, erhöht die Kraft und erfolgen Angriffe. Das sollte ich vielleicht auch mal nehmen. Zweihandwaffen. Gilt das auch für Deutsche? Ist auch eine gute Frage. Regeneriert langsam LP, regeneriert langsam LP, bam. Verlieren wir echt viel Ausdauer. Ist das langsam? Das macht ja gar keinen Sinn. Eine Stunde später, ein Zentimeter gefüllt. Vergiss es. Das ist ja kompletter Quatsch. So. Lassen wir mal. Ich will hier nicht durch, es ist mir zu dunkel. Hallo. Ich will hier nicht durch, um Gottes Willen. Da ist irgendwas. Wie es aussieht, müssen wir immer weiter runter. Geil. Oh nein, ich hasse das. Ich hab echt Angst im Dunkeln. Und das auch bei Spielen. Oh na, guck mal da, ich hab schon gesehen. Komm her. Oh Gott, es sind zwei. Ja, ist klar. Ist gut. In meinem Move dachte ich, ich bin unantastbar. Ist nicht so. Oh Gott, die machen aber doch, wenn die jetzt öfters so kommen, dann ist das doch nicht so schön. Das geht schon. Ja, nochmal heilen. Ne? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Ah, guck mal da. Seht ihr das? Der schießt auf uns. Der wird definitiv auf uns schießen. Kann da irgendwas? Da kann auch eine Falle sein. Oh, du siehst nichts, ne? Ach, shit, da. Oh! Das ist ja schon mal was. Oh, ich will hier nicht durch, Mann. Oha, nee. Wir gehen weiter. Okay. Nee, das zuckelt nur so. Okay. Ich hab schon gesehen. Ich hab dich schon längst wahrgenommen. Gott sei Dank können wir unterbrechen, sonst wäre echt schlimm. Oh. Guck mal, wartet mal. Ich hatte eben gerade so ein so rot bei mir. Ist das ein Zeichen dafür? Ich guck mal, was gewartet. Ist. Oh, das ist unangenehm. Ist das ein Zeichen dafür, dass wir hintereinander angreifen und den Buff haben dann? Oder ist das was anderes? Kann ich da so ran? Aber hier geht's auch weiter. Oh, ich will hier gar nicht durch. Das ist mir zu dunkel. Leute, warum machen die immer sowas? Die Entwickler. Sowas brauchen wir nicht. Ja, danke. Ich sehe gar nichts. Oh, ich hab schon gesehen. Ist das der einzige? Scheinbar ist das der einzigste. Ich mach so. Schnell? Und schnell. Noch was? Nein. Ja, okay, das ist der Buff für die Angriffe. Sehr gut. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Ich mach den. Oh, aber guck mal, kann ich mir damit Licht machen? Mach Licht! Ist nichts. Das kann, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich hab grad voll Schiss, hier runter zu gehen. Ah.
da hinten ist was. Was ist das? Oh Gott, der schießt hier immer weiter los. Was ist das? Oh, was denn? Die kommen echt immer mit neuen Sachen, ey. Meine Fresse. Immer diese Magier. Man sieht nichts. Alles im Dunkeln. Ey, genau das, was man nicht haben will, ey. Was mache ich hier? Ich will das hier wieder haben. Obwohl, nee, eigentlich will ich eine Fernwaffe haben. Damit können wir Licht machen. Hallo? Haben wir alles okay? Hm. Das ist schön. Wo bin ich denn jetzt? Ist das das, was wir sehen konnten von oben? Nein. Aber guck mal da. Darüber? Ich guck mir das mal kurz an. Da geht's auch runter. Oh, es geht noch weiter runter. Oh Gott, es wird bestimmt immer dunkler. Oh, das ist nicht. Das ist echt nicht meins. Das muss From Software nicht unbedingt machen, ne? Ich weiß, sie mögen das Dunkel und so. Ich mag das gar nicht. Hm. Gut, wir ziehen die. Wird das ein bisschen länger vielleicht die Folge? Ich werde ein bisschen länger brauchen, um hier durchzukommen. Weil ich einfach sehr, sehr schreckhaft bin. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Da will ich hin. Nee, das ist das, wo wir schon waren. Da. Und da kann ich niemals rüberspringen. Da oben? Nee, das ist das, wo wir hergekommen sind. Wie, ich soll da rüber? Ja. Oh Gott. Schatztruhe voraus. Also es lohnt sich, okay. Ich kann sowas gar nicht ab. Alles cool. Kein Gegner. Smaragd, Bernstein, Medaillon plus 3. Was haben wir jetzt? Haben wir nicht plus 3? Plus 1. Oh, ich will wissen, was für einen Unterschied das macht. Da, da, wo dieser Balken anfängt. Kann ich mich da so runtertroppen lassen? Hier und dann Preise Talisman. Ja, das geht. Du siehst nichts, ne? Okay. Warte, bin ich von... Ich bin von hier gekommen, oder? Ach so! Ich hab's gerade nur gesehen, weil das schon eingesammelt war, diese komischen Pflänzchen da. Okay, runter. Haben wir hier auch so Zwischenspeicher? Oh Gott, geht das schnell runter. Ich mach so, dann ist es vielleicht angenehmer fürs Auge. Nee. Nee. Ah, hier, guck mal. Okay, also es gibt so eine Art Zwischenspeicher, wenn ich es richtig sehe. Aber das ist eigentlich nicht gut, oder? Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Lass gucken. Da! Ist das der Hebel, den wir gemacht haben? Nee, wir sind weiter unten jetzt, ne? Muss gucken. Och, das ist nicht meins. Da steht einer, hab gesehen.
Hab schon gesehen. Oh nein, das ist so einer! Für so eine Scheiße denn auch nur, Alter. Ich brauch nicht noch mehr von den Scheiß. Er hört nicht auf. Meine Fresse, er hört nicht auf. Oh, warum stellt ihr hier noch Magier hin? Es reicht doch, dass es dunkel ist. Kann From Software nur einmal vielleicht ein bisschen mir einen Gefallen tun? So ein kleines bisschen. Mehr verlange ich nicht. So ein Biss, so ein kleines bisschen nur. Ich werde das jetzt hier zügig hinter mich bringen. Ich werde es versuchen. Muss irgendwie aber an diesen Hebel. Ich höre nur, wo? Ah, Leiter. Aha. Ey, für das Pflänzchen gehe ich da bestimmt nicht hin. Wir gehen rauf. Tut mir leid, ich versuche das wirklich, wirklich gut durchzukriegen. Ja. Wozu? Ah. Hä? Was hat mir das gebracht? Falle oder so? Nein. Okay. Ah, okay, es ist immer nur für so Licht machen. Das ist jetzt nicht für irgendwelche Mechanik oder so. Okay, wir gehen hier runter. Wie viel Leben habe ich? Alles easy. Mach nicht die Kamera auf einmal so komisch, wenn ich hier runter will. Habt ihr schon gesehen? Okay. Weiter, egal wie. Och nein. Was bringt mir dann dieses Licht? Okay. Da! Ich fall runter jetzt. Shit, das wollte ich nicht. Was machst du für ein komisches Move, Alter? Ja. Mann, hörst du jetzt mal auf? Okay. Meine schlimm sind die nicht, nur ein bisschen nervig. Das waren die aber auch ohne diesen Sonnenblumenkopf. Oh! Ich hör's nur ganz schnell laufen. Und es kommt näher. Wo kam der jetzt her, bitte? Ich habe doch hingeguckt, ich habe ihn nicht gesehen. Ah! Wo kommt ihr denn her, bitte? Seid ihr hochgeklettert? Kann man hier hochklettern? Ihr seid hochgeklettert, oder? Safe seid ihr hochgeklettert. Sorry, ich fahr runter. Ich muss atmen. Einfach atmen. Gott, hier sind sehr viele. Ich werde rennen. Ich werde jetzt einfach rennen. Warum sind hier so viele gestorben? Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Okay, ich mach fern. Oh, ich werde ihn nicht treffen können. Ich muss richtiges Timing machen. So? Nee, warte. Oh, das macht der nicht, okay. Wenn ich ziele, dann ist doof. Treffe ich überhaupt so weit? Nein, nicht wirklich.
Shit, das funktioniert nicht. Ich muss einfach irgendwie rennen. Verpiss dich! Oh nein, ist schon wieder! Mann! Ich sehe nichts! Oh, ich hasse Katakomben, Alter! Ich hör's nur, wo denn? Ach, das ist ein scheiß Kopf, der sich noch dreht. Ja, mach das hier. Pflänzchen sammeln. Krieg ich das hin? Kann ich ihn von hier so... Mach so, Alter. Was willst du jetzt machen, hm? Sieh scheiße an, ne? Fall runter. Tu mir den Gefallen und fall runter. Ja. Jetzt 1:1, du kleiner Magier, ey. Wirklich. Magier sind, ey, so ätzend. Sind wir am Ende? Bitte. Bitte sag, dass wir angekommen sind. Ich möchte gerne hier raus. Ist das die Dungeon, die ihr meintet? Es geht wirklich sehr weit runter. Wir sind doch schon ganz woanders in der Zeit. Oh nein, ist schon wieder dunkel. Oh, und so ein Widerrufding. Oho. Vorsicht, Überraschungsangriff. Ja, das ist mir schon bewusst. Oh Gott, da hinten sehe ich nur. Seht ihr das? Da, neben mir jetzt da? Da ist so ein Riese. Wo soll ich denn hin? Oh shit, oh shit. Nein, nein, nein. I'm dead. Lauf einfach runter, Alter. Egal, was du machst, ey. Ist mir scheißegal, was du machst. Hauptsache. Und die Kacke explodiert noch. Ah! Muss ich hier hin? Ich weiß nicht. Ah! Oh, shit. Oh shit, aber da ist ein Hebel. Den mache ich schnell. Mach dich eine Tür auf. Nein, das ist einfach nur für scheiß Licht wieder. Hilfe. Oh Gott, nein, der kommt runter. Und die Scheißer kommen auf. Komm her, komm her. Mach dich jetzt platt, du kleiner Mistmann, Alter. Riss das. Riss das. Und weg. Heilen. Ist egal. Ist egal. Oh Mann, ich will nicht. Da ist noch so einer. Das ist jetzt nicht gut, oder? Wie soll ich denn das schaffen? Oh Scheiße, das war richtig doof von mir. Nein! Warte, ich muss nochmal von vorne. Wie mach ich das? Ich muss irgendwie wegmachen, egal was ich mache, Hauptsache weg mit dem. Und jetzt, nein, ich muss, so. Nein, verpiss dich! Ich muss ein bisschen rennen. Ich kann nicht schneller rennen. Sicher, sicher, Mann. Ich habe keine Heilung mehr. Oh. Bleibt der tot? Wenn ich es drauf gebe, ist der doch tot, ne? Der bleibt doch tot.
Danke. Danke. Es hat sich richtig gelohnt. Da hinten ist auch noch Loot. Ich glaube, wir müssen ganz runter, ne? Oh Gott. Ich habe keine Heilung mehr. Und Scheiß. Großmaulwicht Asche. Das sind diese Kanonenschießer. Und jetzt? Jetzt bin ich hier gefangen. Das ist ja auch schön. Nee, da ist eine Leiter. Stellt euch vor, die sagen, ja, dann müsst ihr jetzt von vorne anfangen. Oh, bitte lasst mich hier raus. Bitte lasst mich hier raus. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Heilung. Das macht mich so nervös. Oh Mann, ey, natürlich. Ich muss das sehr vorsichtig spielen. Überlebe ich das? Da geht's runter. Also wenn ich mal gesagt haben sollte, das ist die schlimmste Dungeon, das hier ist die schlimmste Dungeon. Das hebt alles andere auf, was wir bisher hatten. Also ich finde das wirklich schlimm. Okay, wir sollen einfach ganz nach unten. Gott, ey, wenn ihr mir keine Gnade hinsetzt, wie soll ich denn bitte gegen einen Boss gewinnen? Oder gibt es hier gar keinen Boss dann? Guck mal, da ist Loot. Nee, da ist doch kein... Das ist eine Kerze. Oh, hier sind auch viele gestorben. Warum sind... Ah, okay, scheiße. Ich werde draufgehen, Leute. Wie viel? 145.000, was soll's. Ist egal. So, dann versuchen wir das doch, oder? Shitter. Was ist das denn bitte für ein Vieh? Hilfe, 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 Hilfe! Hallo, hörst du mal auf! Okay, aber wir gehen hin. Oh mein Gott, ja, aber ich muss nochmal, ich habe keine Heilung. Wisst ihr? Was? Okay, könnte doch schwieriger werden. Ernsthaft? Mann, es ist eigentlich auch egal mit den Runen, oder? Die sind mir gerade echt wurscht. Okay, der macht heilig Scheiße. Ich kann... Was? Mann, warum kannst du das? Hilfe, hörst du bitte auf? Oh, ich treffe ihn nicht. Nein, ich hab einfach daneben. Ich treffe einfach daneben. Scheiße. Ich kann ihn aber nicht unterbrechen, ne? Shit. Ich muss heilen. Oh mein Gott. Ah, ich sehe nichts. Oh, noch mehr. Willst du mich völlig verarschen, Alter? Ich kann ihn. Kann ich unterbrechen mit irgendwas anderem? Du bist echt fies, Alter. Nein. Oh, er spammt. Er spammt einfach. Er spammt einfach. Hilfe! Meine Fresse. Was ist das für ein Scheißvieh, ey? Oh, nein, ich komm nicht weg. Hallo? Darf ich bitte was machen? Das ist ja herrlich, Alter. Ey, nee.
kurz an ihn ran, einfach. Oh Gott. Und heilen, heilen! Egal, egal, egal. Oh mein Gott, Alter, mein Herz. Oh, hör doch auf, den anzuvisieren. Hör auf, den anzuvisieren, Mann. Hallo, den anderen bitte. Oh, das ist unser Gegner. Mach ihn platt jetzt, oha. Vom Software, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Scheißboss, Alter? Ich schwöre, ich habe ihn anvisiert. Ich setze mich den PlayStation-Controller an. Den Controller. Ich habe ihn anvisiert und gesagt, er soll den anderen rüber anvisieren. Er hat es einfach nicht gemacht. Er hat einfach diesen Fetten anvisiert, Alter. Der einfach nur seine scheiß Arschbombe auf mich rauf macht und dennoch den Bodysham, ey. Wirklich, komm, leg mich am Arsch. 405, wir können doch jetzt bestimmt 2 Level abmachen, ey. Sorry. Tut mir leid, dass ich immer so schnell auf einen Rage komme. Es ist einfach, ich habe einfach so einen grundlegenden hohen Puls zurzeit. Gesundheitsbedingt einfach. Und das, dann geht es so schnell ab bei mir, dass ich echt Schwierigkeiten habe, cool zu bleiben. Es fällt mir wirklich schwer. Aber der Boss war nicht gut. Ist mir scheißegal, überall mit Stärke rein, ey. Weil mit der Waffe können wir halt nicht unterbrechen. Wie viel fehlt mir jetzt? Sorry. So, ich halte mal kurz meinen Mund, weil dann ich runterfahren kann. Stufenaufstieg. Gut, 60.000, ey, wisst ihr was? Ist mir egal. Hier. Was habe ich hier für einen Kram gekriegt? Grundstein, Materialzeichen von Objekten. Ich werde diese Herstellungsmaterialien auch nicht mal vorlesen. So. Werde ich hiermit alles nicht zusammenkriegen? Deshalb nehme ich das die 80.000. Ist mir egal. Ich will Level abhauen. Ich will Level abhauen. Ist mir egal. Ich gehe einfach wieder auf Stärke. Das fühlt sich für mich gut an. Ja, ich weiß, für die Waffe müsste ich eigentlich... Also, ich verstehe das Prinzip von Elden Ring schon, weil das auch einige reinschreiben gerne. Stärke, Geschick, ich sehe das schon. Geht auf Weisheit mit. Habe ich schon verstanden, deshalb muss ich eigentlich auf Weisheit und Geschick hauptsächlich gehen. Ich werde trotzdem hier weiter darauf gehen, so. Weil ich nicht weiß, ob ich bei der Waffe überhaupt bleibe und ich möchte nicht immer für jede Waffe immer umskillen. Aber hier geht's jetzt weiter, oder wie? Oh, bin ich bedient. Es tut mir wirklich leid. Verlassener Friedhof. Okay, okay, okay. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Okay, Petra. Ich hoffe, es ist okay, dass ich deinen Namen nenne. Nur dann weißt du, dass ich dich meine. Danke für den Tipp mit der Dungeon. Jetzt verstehe ich, welche Dungeon du meintest. Ich hatte in der letzten Folge, nur kurz als Erklärung, ich habe in der letzten Folge mich gedacht gehabt, dass das hier oben irgendwie gemeint war. Wo man irgendwie dem Wasser rein konnte. Irgendwie sind wir hier rüber. Ich weiß nicht mal genau, wo das hier war. Nach unten gegangen und dann konnte man irgendwie mit dem Sarg nach unten kommen. Und ich dachte, das war damit gemeint. Okay. Wollen wir einmal ganz kurz so reinschnuppern? Einmal kurz reinschnuppern, oder? Das scheint jetzt das neue Gebiet zu sein, wo wir hin wollten. Hallo! Gebrochene Rune. Aber es ist hier schon wieder so dunkel, ne? Ja, komm, also die kleinen Mini-Runen, eigentlich braucht man die echt nicht sammeln. Mir gefällt die Musik gar nicht dazu. Ich will jetzt mal hier gucken, ob hier irgendwas ist. Ich mache uns ein bisschen Licht. Okay, wir gehen einfach mal gucken. Was haben wir hier? Ah! Oh Gottes Willen! Ist das eine Dungeon noch? Nee.
U-Pferd? Also es scheinen ja alle zu haben. Das Spektralross hat Angst und kann nicht beschworen werden. Okay, komm, komm. Ich bewerte echt selten, aber okay. Das ist ja auf den Punkt gebracht gewesen eben. Während ich das lese, fliege ich vom Pferd. Das war gut gemacht. Das war wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht, wer das war. Falls derjenige gerade oder diejenige gerade das sehen sollte. Das war auf den Punkt gebracht, wirklich. Okay, okay, okay. Mhm. Das gefällt mir hier nicht. Wieso sind hier so schon so viele tot? Hä? Von wo kam denn hier ein Angreifer? Ich sehe hier keinen. Keine Ahnung. Ich sehe hier keinen Gegner. Hm. Hier ist ja gar nichts los. Und wie ist hier nichts? Ach, das ist Wasser, das hier so rötlich ist. Warum ist denn das so rötlich? Hm. Abgrundwald. Mhm. Ich kann immer noch kein Pferd rufen. Hier ist ja gar nichts. Wir haben hier Nachrichten von den Entwicklern. Wenn ihr gesehen wurdet, gibt es keinen entrinnen. Ich krieg gerade Herzrasen. Man kann es nicht einmal berühren. Hä? Das heißt, ich darf hier nicht einfach durch? Okay. Okay. Alles klar. Hab verstanden. Irgendwie müssen wir uns verstecken wohl. Aber ich weiß nicht wovor. Vielleicht ist das wieder so ein Turm, der uns nicht sehen darf. Das gab es doch auch im Hauptspiel. Aber ich sehe hier nichts, was in dieser Richtung gehen könnte. Oder hier ist ein ganz großer Gegner einfach nur, der uns irgendwie... in die Wäsche will oder so, keine Ahnung. Ich brauche erstmal eine Karte. Hier geht's darüber. Hier ist die Karte. Okay, ich mach das. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, das hier ist ein guter Abschluss. Wir haben so ein bisschen reingeschnuppert. Das scheint wohl hier eher ein unangenehmes Gebiet zu werden, wenn ich das so sehe. Aber ich sehe hier auch bis jetzt keine Gegner. Kann also auch täuschen, aber wir können halt kein Pferd rufen. Und das wird, denke ich mal, einen Grund haben. Das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Folge. Bis beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.